Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Arounder Achim. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Wenn es dich handwerkliche Videos interessieren, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und wenn dich das, was du heute hier siehst, gefällt, lass gerne einen Daumen hoch da. Und wenn du Fragen hast, dann gerne in den Kommentaren damit. Ich gebe mir größte Mühe, um alle Fragen zu beantworten. Okay. Heute habe ich für dich das Thema keramische Platten 60x60 auf Betonuntergrund. Wie man sieht, bin ich jetzt hier gerade dabei, den Untergrund einigermaßen herzurichten, vorzubereiten. Denn wie du bestimmt am Anfang des Videos gesehen hast, wir haben hier ein schönes Gefälle, also wir stehen jetzt gerade eben an dem höchsten Punkt und nach unten geht es mit einem sehr großen Gefälle und es ist nicht so, dass das Gefälle einfach nur eben durchgeht, sondern es ist noch einige Knicks drin, also das heißt verschiedene Gefälle, Stärken, ja, so kann man es ausdrücken. Und natürlich bei sowas muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, von wo bis wo mache ich halt jeden Abschnitt, dass ich wenigstens immer abschnittweise eine ebene Fläche herbekomme. Gut, jetzt haben wir das Ganze natürlich grob mal abgeschliffen, die Unebenheiten weggebracht, die groben. Dann das nächste ist Grundieren. Vorher natürlich das Ganze staubsaugen, weil es muss alles staubfrei sein, wenn man hier das Ganze grundiert. Und jetzt als nächstes tue ich das noch einmal mit einem Fliesenkleber. Ein Fliesenkleber ist in dem Fall dafür geeignet, um diese Unebenheiten noch einmal zu minimieren und noch einmal etwas sowas wie eine ebene Fläche hier zu bekommen. Weil wie gesagt, daher, dass das Ganze hier ein Gefälle ist, kann man keine Nebelimassen verwenden. Und daher, dass das auch teilweise von 0 bis 1, 2 cm sind, was man hier ausgleichen mussten, kann man natürlich auch ja bedingt oder schwer Estrich nutzen. Es gibt keinen Estrich, der auf 0 läuft. Ne? Und dann wird es unterm Strich das Ganze irgendwann dann platzen. Ja, also ich habe jetzt mal kurz dir gezeigt, wo wir uns befinden. Das war mal ein Schloss oder ist noch ein Schloss. Von welchem Jahrhundert kann ich dir leider nicht sagen, aber ich habe jetzt mal im Hof mal dir gezeigt, wie das Ganze aussieht. Hier verwenden wir für die Justierung, für das Ausgleichen diese Nivellis-Systeme. Also wir haben hier einmal die Gewindelaschen und einmal die Drehkappen, ja. Und damit kann man hier das Ganze, ja, ich sag mal, im Bereich vom Millimeter ausgleichen. Also da kann man mit Sicherheit jetzt nicht, dass der ein oder andere die Vorstellung hat, na, ich gehe halt jetzt mal einen halben Zentimeter tiefer und dann ziehe ich das Ganze dementsprechend hoch oder drück's runter. So funktioniert das nicht, weil diese Gewindelaschen, die haben ja eine bestimmte Zugfestigkeit und dann würden sie einfach abreißen, wenn der Druck oder der Zug dementsprechend zu viel wird. Ne? Also das heißt, es muss schon mal grob das Ganze so weit ausgerichtet sein, dass es wirklich nur noch um Nuancen geht, wo man noch das Ganze ausrichten möchte. Ne? Also nur so als Tipp. Nicht, dass der ein oder andere denkt, jo, gut, geil, kann jetzt unendlich das Ganze ausgleichen, hochziehen, runterdrücken. Also das geht leider nicht. Da hätten dann diese Dinger ja aus Metall sein müssen. Und ja, wenn sie aus Metall wären, dann brauche ich euch das auch nicht erzählen. Dann kann man es hinterher nicht einfach abbrechen und ausfugen. Man sieht, dass ich trotz allem, obwohl jetzt auch mal grob das Ganze ausgeglichen wurde, trotzdem noch schön
stark Kleber aufgibt. Es ist halt leider Gottes in solchen Fällen nicht anders zu regeln, außer über Kleber, dass man vernünftig alles plan machen kann. Das heißt, das muss man halt in dem Fall, wie man auch hier sieht, öfter mal mit Wasserwaage arbeiten, damit man eine anständige und saubere Arbeit hinterlässt. Und ich bin hier im Schnitt 2,5 cm Kleber, also im Schnitt mal mehr, mal weniger, aber so circa, ne, so habt ihr jetzt gerade gesehen, also das war eindeutig noch so wenig, obwohl ich das aufgetragen hatte, deswegen das Ganze nochmal schnell hoch und ein bisschen mehr aufgeben und dann sieht das schon auch dann viel, viel besser aus. Sauber arbeiten ist immer das A und O, das habe ich schon oft erwähnt, auch in meinen anderen Videos. Ich bin jemand, ich lasse mir gerne etwas Zeit, ich klopfe lieber einmal mehr drauf und einmal mehr hoch, aber ich möchte schon, dass das unterm Strich passt. Also ich bin vielleicht nicht der Schnellste, aber ich gebe mir größte Mühe, dass ich ja mit Stolz behaupten kann, das habe ich gemacht und da stehe ich auch dafür. Ja, mit Sicherheit gibt es andere, die schneller sind. Das, mir geht es auch nicht darum, der Schnellste zu sein. Mein Anspruch ist immer, ich muss die Arbeit so verlassen, dass ich sie auch bei mir zu Hause gerne sehen möchte. Jetzt zeige ich euch hier, wie man dann diese Gewindelaschen setzt. Also jetzt zieht ganz normal euren Kleber ab, dann tut ihr direkt an den verlegten Fliesen so das überschüssige Material ein wenig weg und werdet ihr gleich sehen, diese Laschen haben unten so zwei Platten letztendlich, wo das Ganze dann die Fliese anhebt durch das Verschrauben später. Seht ihr das? Also das wird einfach genauso darunter gesteckt und das sind jetzt hier welche mit 2 mm für den Fugen, also da gibt es auch dann dementsprechend Unterschied, 2, 3 je nachdem und da haben wir 2 mm Fugen gehabt. Man steckt das Ganze rein. Wichtig ist auch bei solchen Fliesenformate, dass man jetzt die, man kennt es vielleicht von Fliesen, dass man einfach die Fliese plumpsen lässt, fallen lässt, dass sie sich so reinzieht. Ab der Größe werde ich das jetzt nicht unbedingt so empfehlen, sondern macht das Ganze sachte runter, weil sonst wird das, wie soll ich euch das sagen jetzt, das wird einfach so viel des Guten sein, weil die Fliese einfach so schwer ist, dass es dann ja zu 99% zu tief sein wird hinterher. Ja, also da wird sich die Fliese so weit runterdrücken, dass es wahrscheinlich so tief sein wird. Deswegen macht es da ein bisschen mit Gefühl und beim Verschrauben auch. Also schraubt nur so weit, dass ihr merkt, dass der Widerstand wird größer. Dann nochmal nachklopfen und dann könnt ihr nochmal nachziehen, weil wenn, wie gesagt, wenn ihr gleich alles nur durch das Ziehen richten wollt, dann bricht euch das Zeug 100% ab. Ja, ihr Lieben, wir kommen schon hier auch das Ganze zu Ende. Also da seht ihr nochmal hier den überschüssigen Kleber, kann man so mit einem Tapetenmesser, Teppichmesser aus dem Fugen rausholen. Das ist wichtig, dass die Fugen dann später frei sind, damit man auch vernünftig Fugmasse reinbringt. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich werde mich, wie gesagt, über eure Kommentare und Feedback freuen und wie ihr von mir gewohnt seid, Kleinigkeit jetzt für die Lachmuskulatur. So, pass auf, die Dame des Hauses hat miese Laune und vertraut sich ihre langjährige Hausmädchen an. Du, ich glaube, mein Mann betrügt mich mit seiner neuen Sekretärin. Das Hausmädchen drauf. Ach was, sie wollen mich ja bloß eifersüchtig machen. Also ihr Lieben,
Bis zum nächsten Mal und ciao, servus.